Ich könnte ja ein Update geben zu der Sache, die ich bestellt habe fürs Motorrad. Da unten ist ja gar keine Schraube drin, Digga. Jetzt ist da halt ein Loch und kein Gewinde mehr. Guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend, weil wir immer noch gutes Wetter haben. Nur wir haben aktuell ein Problem und das ist, ich habe keine Uhr an. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange dieses Video geht. Ich weiß auch nicht, wie lange ich aufnehmen kann. Ich weiß nicht, wann ich stoppen muss. Von daher sollte es aus irgendeinem Grund ein abruptes Ende geben. Dann entschuldige ich mich. Ey, das Klappern wird immer schlimmer, gell? Vielleicht sollte ich deswegen nochmal zum Mechaniker gehen. Darf man nicht links abbiegen, Mann! Was haben die denn hier bitte gemacht, Digga? Die haben ja einmal gefühlt die komplette Stadt ausgehoben. Ich könnte ja ein Update geben zu der Sache, die ich bestellt habe fürs Motorrad. Es hat sich nichts gerührt. Ich bin auch kurz davor, da anzurufen und zu fragen, hey, wenn ihr sagt, dass es lieferbar ist und in 1 bis 3 Werktagen da ist und es dann nach 3 Tagen nicht abgeschickt wurde, dann bitte vermarktet es doch auch nicht so. Aber mal schauen, noch ist ja Zeit. Und so dringend brauche ich es ja auch nicht. Lauf, 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 schneller. Die G-Klasse ist wieder da. Gut. Gut, die Welt dreht sich weiter, wenn die G-Klasse da steht. Im Übrigen, gestern, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, war ich ja kurz im Schatten. Ich musste kurz ein paar Schrauben lösen beim Motorrad, um zu sehen, ob noch ein paar Sachen passen. Und ein Problem, was das Bike hat, davon wusste ich aber schon Bescheid, ist unten, wo man die Füße draufstellt. Das ist ja mit dem Rahmen verbunden, mit 2 Schrauben. So, seht ihr das hier? Ups, hier, das Ding. Da sind ja so 2 Schrauben. Und mir ist irgendwann im Frühling aufgefallen, also Anfang der Saison, da unten ist ja gar keine Schraube drin, Digga. Das ist aber nicht schlimm, weil ich habe die einfach vom Soziussitz gelöst, von einem Ort, wo halt eine gleiche Schraube drauf war, weil, Bruder, 250er Soziussitz ist jetzt nicht das Geilste, was du machen kannst. Hab's reingeschraubt, da ist mir schon aufgefallen, hey, das ist schon ein bisschen schwer reinzuschrauben. Nehmen wir mal einfach alles ab. Maschallah, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall ging ein bisschen schwer rein. Dann habe ich das komplette Ding abgenommen. Habe ich gesehen, unten die Schraube rostet schon. Beziehungsweise das Gewinde innen halt. Ist nicht so schlimm. Ich habe es irgendwie reinbekommen. Es hat gehalten. Und es hat bis jetzt bombenfest gehalten. Hat keine Faxen gemacht. Und fragt mich nicht, warum ich testen musste, ob es hält, wenn ich es einmal rausschraube noch, um nachzusehen, ob es wirklich so schlimm ist, weil ich mich nicht erinnern konnte. Also schraube ich es raus, ich schaue nach, ja, es ist genauso schlimm, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also wirklich, das Gewinde war komplett durchgerostet. Also dachte ich mir so, ja, okay, sollte man vielleicht irgendwann mal reparieren, aber noch geht's ja, ne? Ne, noch geht's, bis ich es reingeschraubt habe. Und gemerkt habe, da geht gar nichts mehr. Es lässt sich nicht drehen. Was weiß ich, was mit dem Gewinde los ist. Habe ich es nochmal abgeschraubt. Habe es weggenommen. Jetzt ist da halt ein Loch und kein Gewinde mehr. Sehr schön. Habe ich gut gemacht, weißt? Da ist ein Ding, was absolut gar keine Faxen macht, was 1A funktioniert. Ich musste einfach aus Prinzip aufschrauben, um zu sehen, ob es wirklich so 1A funktioniert, wie ich denke. Und seitdem ist es komplett am Arsch. Das heißt, meine Fußraste, die wichtige Fußraste, weil da auch die Kupplung dran ist, wird nur noch von 1er Schraube anstatt von 2 gehalten. Aber ich bin schlauer Fuchs, weil es wäre scheiße, wenn da jetzt die Schraube nicht sein würde, ne? Also was mache ich? Ich bin zum Baumarkt gegangen und habe mir eine Mutter gekauft, nur um die Schraube dran zu drehen, damit es wenigstens gut aussieht. Aber so, das hält bombenfest. Ich muss wahrscheinlich jetzt so alle 2 Wochen sollte ich mal nachschauen, ob ich nachziehen muss oder nicht. Ich habe meinen Honda zur Inspektion gebracht. Alle 10.000 Kilometer mache ich brav die Inspektion. Der Meister der Werkstatt hat erstmal gesagt, Bruder, diese Honda-Motoren, das ist nicht normal. Zwischen 10, 60 und 100.000 Kilometern, meine hat jetzt aktuell 60.000, erkennst du keinen Unterschied vom Sehen. Keine Ahnung, was die Asiaten da gezaubert haben, aber diese Motoren sind gebaut worden, um ein Leben lang anzuhalten. Wohingegen deutsche Hersteller, von daher, ja, ihr könnt ruhig sagen, oh, so ein asiatisches Auto ist ein Plastikbomber, dies, das. Ja, ist es vielleicht. Vielleicht ist da viel Plastik innen verbaut und es ist auch nicht so hochwertig verbaut wie... Ja, okay, Mercedes kann ich nicht sagen, aber ganz ehrlich, schaut euch eine C-Klasse von innen an, das ist nicht hochwertig verbaut. Das ist eine Blamage, was eine C-Klasse von innen ist. Alles quietscht und ist auch aus Plastik. Weißt, das ist es ja. Ah, Mercedes ist eh ein ganz anderes Thema. Wir sind beim Honda. Es ist vielleicht vieles aus Plastik, ja. Und es ist vielleicht vieles nicht so hochwertig verarbeitet. Dafür fühlt sich halt mein Auto nach 60.000 Kilometern immer noch genauso an, wie als ich es mit 14 Kilometern neu gekauft habe. So, jetzt hab ich schon ein bisschen Real Talk. Jetzt wisst ihr auch, was für ein Auto ich fahre.
Damit können wir Tschüss sagen, oder? Falls euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und mich abonnieren. Falls nicht, dann nicht. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal YouTube. Bis dahin bleibt mir gesund. Das habe ich im letzten Video übrigens vergessen zu sagen. Von daher bleibt mir gleich doppelt so gesund jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Yalla.